Okay, Entschuldigung. Guten Abend, beieinander wollte ich sagen, das stimmt. Also Anne, das mit dem, wo bist du? Das mit dem Honigfenchel, glaube ich. Also ich wollte guten Abend sagen, beieinander. Fragen muss ich immer noch, ob hochdeutsche Leute da sind. Also kann ich auch sagen, dass für die keinen Sinn hat, aber können da bleiben. Thema, das Dings, fränkische Mentalität, und zwar gemeinsame fränkische Mentalität. Das soll es ja geben, ne? Sagen's. Aber es ist schwer mit einer gemeinsamen fränkischen Mentalität. Und nicht bloß deswegen, weil in dem Wort Mentalität, wie man jetzt gehört hat, gleich 3 HDD vorkommen. Nein, viel ärger, weil es ist ja so, wir haben zum Beispiel ein Oberfranken, ein Unterfranken, Mittelfranken, Hochfranken, Mainfranken, Hohenloher Franken, Thüringer Franken, die wo alle zwar nicht mehr zu Franken gehören. Dann haben wir noch Weinfranken, Bierfranken, Schnapsfranken rund ums Walberler, ne? Wasserfranken mit der Hauptstadt Bad Windsheim. Und der Kopf, wo die gemeinsame fränkische Mentalität stattfindet, da müssen wir noch die höchste Erhebung nehmen. Das ist natürlich nicht das Walberler, sondern der Ochsenkopf. Ne? Kann ich auch nichts dafür, der hast du so. Und zwischen Ochsenkopf und Walberler, wo sind da im Durchlauf der Geschichte schon alles viel Leid vorbeikommen? Und teilweise noch auch blieben. Ne? Also als erstes, glaube ich, waren das die, was so ein Volksstamm, die Dinge, die Ammoniten. Dann Neandertaler, Kelten, Römer, Hunnen, Vandalen. Ne? Ja, seitdem gibt es bei uns die Vandalen, sicheren Abbotheisler. Ne? Dann haben wir noch gehabt Franzosen, Preisen, Ami, Russen, Italiener, Griechen, Oberpfälzer, Jugoslawen, Türken, Tschechen, Polen. Der Uli Hoeneß mit seiner Bratwurstfabrik, ne? Also sogar Schwarm und Oberbayern, ja, da musst du dich doch wundern, dass da bei uns in Unterbayern, dass da nur eine gemeinsame Mentalität, also dass da nur was zusammengeht, ne? Normal nicht, ne? Aber es gibt was Gemeinsames, und zwar die 3 magischen Wörter: Mumpfeln, Pfopfern, Soddern. Wenn mir nicht über was gaffen können, dann sind wir nicht gesund. Ne? Oder mit anderen Worten, mental gesehen, wenn es uns einmal richtig gut geht, dann geht es uns schlecht. Und schlecht geht es uns eigentlich gern, eigentlich am liebsten. Ne? Wenn ein fränkischer Mensch frei mental aufwacht, was natürlich selten vorkommt, und er denkt sich, heid ist er doch, da kann die Beine rausreißen, nachher denkt er sich fast synchron, bin ich ein bisschen blöd oder was? Was soll ich mit den haften ausgerissenen Beinen? Ne? Wo dämmen das ganze Holz hin? Also bleiben die Beine im Boden und wir gehen in unser Erbert. Erben, den wir auch sehr gern, vor allem wenn es eine Scheißerbert ist. Weil da können wir dann wieder mumpfeln, pfopfern, soddern. Und das Gästler, wo wir mit unserer Erbert verdienen, das stellen wir gern da hin, wo es das Finanzamt nicht sieht. Und zwar unter den Scheffel. Auch sinngemäß. Ne? Weil das heißt also, bei uns in Franken, da ist alles, ist ein wenig kleiner wie im Rest der Welt. Aber auch nicht bloß rein äußerlich. Ein Stündler zum Beispiel, ein Stündler ist eine gute Stunde, also ungefähr 1,5 Stunden. Ein Waggerler ist eine ausgewachsene Frau, meistens da Eichne. Und am Beginn der Inbesitznahme heißt Scheißerler oder Schneggerler. Ein Wächerler, das ist ein 7-sitziger Geländepanzer mit 280 PS, 10 Liter Sprit auf 100 Meter. Nächstes größeres Modell, ein Römming Omnibus. Ne? Unser Leibspeis, es Scheiferle, hat netto mindestens 1,5 Kilo, wo es einem nicht-fränkischen Menschen allein schon beim Hinschauen gescheit schlecht wird. Und ein Seidler Bier ist 1,5 Liter. Inzwischen leider die größte Trinkeinheit, die wir haben, seit das Mäsler so gut wie ausgestorben ist. Ein Mäsler, das war praktisch, also Konsum, ein armer Bier. Vor den Wofreers ein Preis fassungslos davor gestanden ist und nicht gewusst hat, kann er jetzt da ein Scheiferl reinschmeißen als Insel oder soll er in Anzug durchschwimmen. Unsere Lieblingsbeschäftigung ist, dass wir die Sonntag zusammen unseren Waggerl mit dem Wächerl ungefähr ein Stündl in die Fränkische hinausfahren auf ein Scheiferl mit Niedl. Total ausgemergelt und mit starren, tiefer gelegten Augen hocken wir noch, Punkt 11, hocken wir im Wirtshaus drinnen und kennen, wenn nach einem Stündler die Bedienung zu uns sagt, sind Sie das Knechler? Und wir sind aber nicht das Knechler,
Können wir gerade noch pfopfern, ein Scheifele, wenn es keine Umstände macht, heute noch. Und ein ganz kleines Fei, gell? Wird, der, wo bei uns ganz kleine Scheifele im Angebot hat, der kennt sein Bindele backen. Noch nie ist bei uns jemals in einem Wirtshaus ein ganz kleines Scheifele gesichtet worden. Dick und fett schwabbelt auf zwei Seiten vom Tellero, daneben die Nachbildung von Martin Beheim seiner Weltkugel, es Gniedle, das wo bis zum Äquator im Ozean drinnen schwimmt, also in einen Zösler von einem Zugerler. Ne? Dazu lassen wir sich noch 4-5 Seidler durch unseren Gniedlerskopf gehen. 3 Schnäpsler runden unser Festspeller ab. Wobei ein Schnäpsler ein Stamperler ist, also ein doppelter Gott eingeschenkt, ungefähr konzogen Achterler. Es schönste beim Scheifele ist, dass am Schluss, dass das noch eine Überraschung bietet, und ein Knochen ist sogenannte Kellnerstiegler. Nur mal ein Gottspfindler. Nach dem Scheifele nehmen wir noch nur ein kleines Nachtischler, ein Morgendretzeler, 3 Stiegler Schat oder Puttercreme dort. Dazu ein Kännler Kaffee, ein Kännler sind 3 Tassen, randvoll. Danach eventuell noch mal ein Verdauungsschnäpsler. Noch laufen wir die 3 Meter zu unseren Wächerler, meistens am Stück. Ohne Pause, ne? Und vorn Hamm. Nach dem Hinber steht an der Autobahn am Rand der Grenz Männle. Das hat auch ein Scheifele in der Hand. Das, wo uns mit roten Blinklichtle mitteilt, halt Polizei. Und wenn der Polizist uns sagt, haus mir mal ein wenig an, da kommt uns noch ein Kobbeler aus. Ein Kobbeler ist ein explosionsartiger Heizhurrikan, meistens Orkanstärke 10 bis 12, der wo nicht nur ganze Dächer abdecken kann, sondern in dem Fall auch den Polizeidienstmützler vom Niedlerskopf. Während der sein Mützler 100 Meter weiter sucht, hockt sie unser Wackerler geschwind ans Steuer und wir können weiterfahren. Und am nächsten Sonntag wieder raus auf ein Scheifele mit Gniedle, ein Wengerschlächle, Freundle, haben wir rein mental gesehen, meine ich schon, in unseren Ochsenkopf. Danke.